heißt, ich würde jetzt. Okay. Ich würde jetzt meinen Bildschirm freigeben wollen und. Moment, ich muss, glaube ich, erst, das habe ich schon gelernt, ich muss, glaube ich, zuerst den Vollbildmodus der PowerPoint-Präsentation einschalten und dann dürfte es gleich gehen. Sekunde, Bildschirm freigeben. Da ist sie, freigeben. Sehen Sie jetzt meine erste Folie, Tiertransporte? Jawohl. Ja. Super. Ja. Okay, dann müsste ich nur noch kurz testen, wie ich sie. Ah ja, ich kann sie weiterklicken. Okay, dann würde ich meinen Vortrag jetzt beginnen. Vielen Dank für die Vorstellung, Herr Krohn. Mein Name ist Barbara Felde. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht und auch Richterin am Verwaltungsgericht und im Übrigen seit kurzem die erste Vorsitzende des Landestierschutzverbands Hessen. Ich habe schon sehr lange mit Tiertransporten zu tun und werde Ihnen heute allen erklären und freue mich im Übrigen, dass das Interesse so groß ist. Was passiert da eigentlich auf den Tiertransporten? Ist das ein neues Phänomen, oder gibt es das schon länger? Wie sind eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen? Ich werde Ihnen ein paar Einzelfälle schildern und alles so gut verständlich wie möglich versuchen rüberzubringen. Das ist die Zeitschrift Wendy, die zeige ich immer total gerne. Die habe ich als Kind gelesen und zwar seit 1991. Da war ich 8 Jahre alt und ich habe vorhin die Frage bekommen vor der Veranstaltung, wie ich zum Tierschutz gekommen bin. Da habe ich gesagt, naja, ich bin als Kind ins Tierheim gefahren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich hat mich auch so ein bisschen die Wendy zum Tierschutz gebracht. Die Wendy, da ging es natürlich hauptsächlich um Pferde, aber die Wendy hat dann ab dem Jahr 1992 immer so 2, 3 Seiten gehabt, das große Tierthema, und da waren so verschiedene tierschutzrechtliche Themen aufbereitet. Ja, das war mal Wilderei, das waren mal Pferderennen, Galopprennen, Trabrennen, alles, was eben schlimm ist. Und in diesem Wendy-Heft Nummer 18, 1992, ging es um Tiertransporte. Sie sehen, ich habe einfach mal Screenshots von diesem Artikel gemacht. Dieser Artikel wurde geschrieben von Manfred Karrmann, den ja wahrscheinlich jeder kennt. Ein Journalist, der das Thema schon in den 90ern in die deutschen Medien gebracht hat und auch hier seine Fotos für die Wendy damals zur Verfügung gestellt hat. Bereits in den frühen 90ern hat eigentlich der Tierexport in ganz, ganz großem Maße angefangen. Die LKWs wurden immer größer, die Wege wurden immer gangbarer, ja, über Straßen, Schiffe, große Schiffe, LKWs. Und man transportiert schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile Tiere, hauptsächlich eben Rinder, Schafe und Ziegen, in weit entfernte Länder, ja. Und das sind nicht nur tatsächlich Länder, die heute Mitgliedstaaten der EU sind, sondern das sind afrikanische Länder, das sind Länder wie Russland, Usbekistan, Aserbaidschan, Armenien und so weiter. Und natürlich auch Marokko, Algerien, Ägypten oder der Libanon. Das sind ganz klassische Länder, in die sehr, sehr viele Tiere exportiert werden, Rinder und Schafe, Schweine weniger. Das Schweine isst man dort unten in diesen Ländern ja nicht. Deswegen sind das natürlich hauptsächlich Schafe und Rinder. Sie sehen dort jetzt die nächsten beiden Seiten des Wendy-Beitrags, unter anderem das relativ berühmte Bild von Manfred Karrmann mit dem Bullen, der an einem Bein ent- oder verladen wird, man weiß es nicht so genau. Und die Zustände, die es damals in den 90ern gab und die es heute auch noch gibt. Ja, die Tiertransporte finden natürlich in etwas besser ausgestatteten LKWs statt, aber es haben sich ja weder die Transportwege verkürzt, sodass diesbezüglich eine Erleichterung für die Tiere eingetreten ist. Afrika ist immer noch genauso weit weg, wie es damals war.
Und natürlich gibt es in den Ländern außerhalb Europas, wenn wir die EU verlassen, gibt es natürlich immer noch keine Tierschutzgesetze, sodass die Methoden, die wir hier sehen, die angewendet werden, natürlich auch heute in diesen Ländern auch noch auf der Tagesordnung stehen. In Marokko interessiert man sich nicht für den Tierschutz. Da haben wir noch ein Bild und ja, genau das passiert heute immer noch. Und das sind keine Einzelfälle. Ja, es wird natürlich immer wieder gesagt, ja, das sind ja Fotos. Fotos sind Momentaufnahmen. Das sind Einzelfälle, die man gerade eingefangen hat. Natürlich sind es keine Einzelfälle. Natürlich ist das Charakteristikum eines Fotos, dass es eine Momentaufnahme ist. Ja, das ist. Aber man muss einfach sagen, es sind Aufnahmen, die man auch heute noch gerade in diesen Ländern Tag für Tag sieht. Es fahren genug Tierschutzorganisationen wie Animals Angels oder die Animal Welfare Foundation, fahren in der Welt herum und filmen diese Bilder heute noch. Genau, das war also 1992. Und als ja, 9-jähriges Mädchen kann man das noch nicht wirklich einschätzen, aber es sind natürlich Bilder, die einem in dem Kopf bleiben und die einem auch nicht mehr aus dem Kopf gehen und dazu beigetragen haben, dass ich auch diesem Thema ein bisschen treu geblieben bin und über die Jahre das Ganze weiterverfolgt habe. Dann habe ich irgendwann Jura studiert und das Ganze dann noch rechtlich erfassen können und auch sehen können, dass es auch rechtlich da sehr große Probleme gibt, beziehungsweise dass wir eigentlich jedenfalls in der EU schon relativ gute Vorschriften haben, die aber nicht eingehalten werden zu einem ganz, ganz großen Teil. Hier habe ich Ihnen mal ein paar Zahlen mitgebracht. Sie sehen hier eine Quelle aus der Bundestagsdrucksache vom 5. Februar 2021. Das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her. Das Thema Tiertransporte ist sehr lange einfach so gelaufen und niemand hat sich wirklich interessiert. Immer mal so punktuell, ja. Aber es ist mit einem Fernsehbeitrag von Manfred Karrmann im Jahr, ich glaube, es war 2018, im Mai wieder aufgeploppt und ist seitdem eigentlich regelmäßig wieder in den Medien und auch in der Politik präsent. Und so ist auch diese Bundestagsdrucksache zustande gekommen. Da wurde nämlich immer mal wieder im Rahmen von kleinen Anfragen gefragt, was sind denn so die Exportzahlen von Rindern? Und hier sehen Sie, habe ich Ihnen eine Tabelle abgedruckt. Die Drucksache selbst ist natürlich noch etwas umfangreicher. Deutsche Ausfuhren von Fersen. Fersen sind Kühe, die noch kein Kalb bekommen haben. Also nicht das, was am Fuß dran ist. Und Kühen, und zwar nur in die Russische Föderation. Da sehen Sie hier die Jahre aufgelistet, 2000 bis 2019. Und Sie sehen, dass das im Jahr 2000 noch relativ wenig war. Sie sehen aber auch, wie kontinuierlich das Ganze angestiegen ist. Dann haben wir in der Mitte 2009, 2010 die Ecke, haben wir mal wieder so einen kleinen Einbruch. Aber seit 2010 bis auf 2012 und 2013 haben wir dann wieder kontinuierlich steigende Zahlen. Und Sie sehen, dass im Jahr 2019 nur Fersen und Kühe, nur in die Russische Föderation, 27.355 Tiere geliefert wurden, ja, nur aus Deutschland. Und das ist jetzt nur die Russische Föderation. Natürlich werden auch weitere tausende Tiere in andere Länder geliefert. An dieser Zahl kann man einfach mal sehen, was das für Dimensionen hat. Hier habe ich Ihnen eine weitere Tabelle mal mitgebracht. Das ist ein Schreiben des Arbeitskreises Tierschutz der SPD aus dem April 2020, also noch etwas früher als die Drucksache. Die haben sich niedersächsische Tiere angeschaut.
Sie schreiben hier noch, insgesamt wurden im Jahr 2019 aus Deutschland mehr als 916.000 Rinder und aus Niedersachsen tatsächlich 256.000 Rinder aus Deutschland heraus transportiert. Da sind jetzt nicht nur Drittländer gemeint, sondern auch innergemeinschaftliche Transporte und Drittländer zusammen. Also man kann sagen, das ist so ein Wert, der sich seit Jahren hält. Ungefähr 1 Million Rinder plus minus werden im Jahr aus Deutschland heraus exportiert. Ob das jetzt in die EU ist oder in Drittländer, ungefähr 1 Million. Und hier in dieser kleinen Tabelle sehen Sie das nochmal aufbereitet. 916.344 Tiere aus Deutschland heraus, nur Rinder. Aus Niedersachsen waren es dann 256.265 Tiere. Und hier haben wir noch eine kleine Aufschlüsselung in die Länder Algerien, Marokko, Russland, Usbekistan und die Türkei. Man muss dazu sagen, dass die meisten der Rinder trächtige Rinder sind. Das heißt, im Prinzip muss man eigentlich diese Zahlen vielleicht nicht 1:1, aber doch zu einem sehr großen Teil doppelt nehmen, da die Kuh ja quasi im Doppelpack ausgeführt wird, sage ich mal. Ja, es werden ganz viele trächtige Fersen nach Marokko, Algerien und so weiter geliefert. Das hat angeblich den Grund, um mit diesen Tieren eine Zucht, eine Milchviehpopulation in diesen Ländern aufzubauen, die sich dort aber nicht nachweisen lässt. Genau. Die SPD hat die Zahlen damals aus der Traces-Datenbank entnommen. Aktuellere Zahlen habe ich nicht. Es wäre, glaube ich, mal wieder Zeit für irgendeine kleine Anfrage oder so. So, jetzt würde ich Ihnen einfach mal kurz darstellen, wie das eigentlich läuft, so ein Rindertransport. Ich bleibe jetzt mal bei den Rindern, aus Deutschland heraus in ein Drittland. Ich habe mit dieser Deutschlandkarte versucht darzustellen, einmal die Ursprungsbetriebe, wo die Rinder herkommen, ja, irgendein Bauernhof, der Rinder züchtet, Milchkühe hat, da fallen Kälber ab, die man natürlich nicht haben möchte, weil man die Milch nehmen möchte. Deswegen werden die Kälber natürlich von ihren Müttern getrennt und entweder als Kälber bereits in Richtung hauptsächlich Frankreich und Spanien transportiert. Oder aber, wenn es weibliche Rinder sind, dann werden die zum Teil, sobald sie besamt werden können, werden sie besamt und werden dann eben als diese trächtigen Fersen, von denen ich gerade gesprochen habe, werden dann gerne mal in Drittländer transportiert. Also, das Rind kommt ursprünglich von einem Ursprungsbetrieb und wenn man so einen Transport in ein Drittland betrachtet, dann laufen diese Transporte über sogenannte Sammelstellen. Die Sammelstelle habe ich jetzt mal mit so einer roten Kuh markiert. Es gibt viele, viele Ursprungsbetriebe in Deutschland und es gibt einige Sammelstellen und über diese Sammelstellen, das sind quasi die Stellen, auf die die Kühe zusammengesammelt werden und von dort aus werden die dann gesammelt in das Drittland gebracht. Die Sammelstelle ist ein rechtlich definierter Begriff sogar, dass die maßgebliche Verordnung ist ja die EU-Tiertransportverordnung 1/2005. An dem Namen kann man schon sehen, dass es die erste Verordnung aus dem Jahr 2005 gewesen ist. Sie ist also schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die gute, wird gerade überarbeitet. Da muss ich noch rausstellen, inwieweit das zugunsten der Tiere passiert. Also jedenfalls in Artikel 2 Buchstabe B dieser Verordnung steht auch, was genau eine Sammelstelle ist. Aber wie gesagt, einfach erklärt, dort werden die Tiere zusammengesammelt, müssen eine gewisse Quarantäne durchlaufen und werden dann eben gesammelt in ein Drittland transportiert. Das Drittland ist zum Beispiel Marokko. Sie sehen hier einen Kartenausschnitt aus Google Maps und können schon von oben relativ problemlos sehen, wie viel Gras in Marokko wächst. Das ist nicht ganz so viel. Marokko ist, wie viele, viele andere
Staaten, in die fleißig Rinder exportiert werden, zum Beispiel Algerien, Ägypten, aber auch Usbekistan, haben einen sehr, sehr hohen Wüstenanteil, wo es natürlich ja fast unmöglich ist, ordentlich Futter für unsere deutschen Hochleistungskühe. Ja, wir verkaufen ja sehr viel von diesen Holstein-Friesien-Kühen, die hier sehr viel Gras einfach brauchen, um ihre Milchleistung zu erbringen. Die Fütterung mit Gras ist da unten natürlich nicht möglich. Da wird sogar aus Deutschland, werden da zum Beispiel Grascops gekauft und an Marokko geliefert, damit man diese Tiere, soweit sie dort überhaupt noch lange leben, ja, das ist ja auch immer so eine Sache, werden sie mit tatsächlich eingeführtem Futter gefüttert. Die Staaten, in die exportiert wird, mit dem hohen Wüstenanteil, wissen wir auch alle, dass da schon relativ wenig Wasser ist, beziehungsweise eine Wasserknappheit schon lange, lange besteht. Unsere Hochleistungskühe brauchen natürlich sehr viel Wasser. Und das, was die Zahlen sagen, wie viele Rinder in diese Länder transportiert werden, wenn man das mal auf den Wasserverbrauch, was eine Kuh am Tag trinkt, hochrechnet, allein da kann man schon sehen, also diese Rinderbestände gibt es dort einfach nicht. Und das zeigen natürlich auch immer wieder Recherchen von Tierschutzorganisationen, dass diese Rinderbestände angeblich dort die Zucht verbessern sollen, Populationen schaffen sollen, um die Bevölkerung mit Milch zu ernähren, dass es die dort einfach nicht gibt. So, ich habe hier unten jetzt auf dieser Marokko-Karte habe ich den Ort Layoun, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, markiert. Dieser Ort liegt schon relativ weit im Süden von Marokko an der Grenze zur Westsahara. Und dieser Ort wird jetzt gleich noch eine Rolle spielen in einem Fall, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. So, hier habe ich das Ganze nochmal quasi als Luftlinie mehr oder weniger aufgezeichnet. Dass der Ort Aurich in Niedersachsen wird auch gleich wichtig für uns werden. Da spielt nämlich mein Fall. Die Entfernung von Aurich nach Layoun beträgt 3269 Kilometer. Sie sehen es dort auch nochmal auf dieser Karte eingezeichnet, was das für eine Entfernung ist. Wir sind ganz oben in Deutschland. Wir müssen im Prinzip durch Frankreich, durch Spanien, über das Meer, durch ganz Marokko durch, bis eben dort unten fast in die Westsahara, bis in die Wüste. Bevor ich zu meinen Fällen komme, ganz kurz zu den Rechtsgrundlagen. Wir haben die deutsche Tierschutztransportverordnung. Die ist jetzt hier weniger einschlägig, weil wir werden ja über die deutschen Grenzen hinausgehen gleich bei den Tiertransporten. Die Tierschutztransportverordnung ist eine Verordnung, die nur in Deutschland gilt. Dann haben wir das Tierschutzgesetz. Ja, das gilt auch in Deutschland. Das wollen wir auch gerne mal im Hinterkopf behalten. Wichtig ist dann auch noch die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung. Das ist zwar nicht primär eine Tierschutzverordnung, ja, aber die spielt bei Tiertransporten dennoch eine kleine Rolle, weil nämlich die Tiere, die exportiert werden, gesund sein müssen. Und nach der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung gibt es eine Klausel, wo eben gesagt wird, jedes Tier, was exportiert wird, das muss so einen Stempel bekommen, dass es gesund ist. Dann die EU-Tiertransportverordnung Nummer 1 aus 2005. Das ist unsere ganz maßgebliche Verordnung, die hier einschlägig ist und die ganz, ganz viele Regelungen enthält, wann ein Transport genehmigt werden darf. Denn wir sprechen hier über lange Transporte. Lange Transporte sind alle Transporte, die über 8 Stunden dauern. Und diese langen Transporte müssen genehmigt werden durch das Veterinäramt. Wann die genehmigt werden dürfen, unter welchen Umständen die genehmigt werden dürfen und wie dann letztendlich der Transport auszusehen hat, bestimmt alles die 1 2005. Des Weiteren gibt es die sogenannte Aufenthaltsorteverordnung Nummer 1255 aus 97.
Die hängt sehr eng mit der 1-2005 zusammen, denn in der 1-2005 steht unter anderem, dass zum Beispiel Rinder nach einer bestimmten Transportdauer abgeladen werden müssen und eine Pause in einem Stall bekommen müssen. Ja, und zwar sind das 29 Stunden, die gefahren werden dürfen mit einer einstündigen Pause, aber insgesamt 29 Stunden dürfen sie ein Rind auf einem LKW stehen haben, bevor sie es abladen müssen. Natürlich ist uns allen klar, dass man nach 29 Stunden noch nicht Marokko, Laayoune, ganz unten in der Westsahara, erreicht hat. Deswegen muss es auf der Strecke, und zwar spätestens in diesen 29 Stunden Abständen, muss es sogenannte Aufenthaltsorte geben. Das sind quasi Ställe, in denen es möglich ist, Rinder in großer Zahl sicher abzuladen, unterzustellen, zu füttern, zu tränken. Und die Anforderungen an diese Stelle, die regelt diese Verordnung 1255 aus 97. Deswegen ist die eigentlich auch total wichtig. Wie Tiertransporte kontrolliert werden, das steht in der Rahmenkontrollverordnung. Die ist relativ neu. Sie können es an der Nummer sehen, aus dem Jahr 2017. Sie heißt nämlich 2017-625. Wichtig ist dann natürlich auch das Grundgesetz, denn die Rinderexporteure machen das natürlich von Berufswegen. Sie haben das Grundrecht der Berufsfreiheit. Die Rinder haben aber auch was. Die haben seit 2002, das sind jetzt 20 Jahre, da haben sie den Artikel 20a Grundgesetz. Der Tierschutz ist eine Staatszielbestimmung, die im Grundgesetz steht. Der Tierschutz ist ein Rechtsgut von Verfassungsrang. Und dieses Rechtsgut kann dem Artikel 12 durchaus entgegengesetzt werden. Es bedarf immer einer Einzelabwägung, wenn etwas in die Berufsfreiheit der Exporteure eingreift, und in den Tierschutz, dann muss man da irgendwie einen gewissen Ausgleich schaffen, sodass von beiden Rechten, sage ich jetzt mal, am Ende so viel wie möglich übrig bleibt. Aber man darf natürlich nicht verschweigen, der Tierschutz ist seit 2002 ein eigentlich auf dem Papier genauso ranghohes Recht wie die Berufsfreiheit der Exporteure, auf die sie sich immer ganz fleißig berufen. Aber es ist eigentlich Sache der Behörden und der Gerichte, dann zu sagen, das oder das setzt sich durch. Und das läuft aktuell immer noch zu Lasten des Artikel 20a und immer zugunsten der Exporteure. Und das ist eine ganz schlimme Sache, weil es meines Erachtens nicht ernsthaft betrieben wird, dass hier der Tierschutz als Verfassungsgut ernsthaft beachtet wird. Das wird nicht gemacht. Ebenso ist wichtig das Strafgesetzbuch. Da steht drin, was strafbar ist. Dazu komme ich gleich noch. So, zur Vorgeschichte. Nach diesem Manfred Karrmann-Beitrag im ZDF aus 2018 haben sich so einige Behördenvertreter gedacht, naja, wir wollen nicht mehr, dass unsere Kühe, also die Kühe aus unserem Zuständigkeitsbereich, nach Marokko oder in den Nahen Osten transportiert werden. Wir veranlassen dies doch mit der Erteilung des Vorlaufattests. Das ist dieses Attest nach der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, wo ich vorhin gesagt habe, die Kühe brauchen einen Stempel, dass sie gesund sind. Beziehungsweise wir, die Amtstierärzte, veranlassen dies doch mit der Abfertigung, also mit der Genehmigung des Transports. Eben hatte ich ja gesagt, jeder lange Transport braucht eine Genehmigung. Wenn wir das genehmigen, aber wenn wir doch wissen, was die Tiere am Bestimmungsort erwartet, zu der tierquälerischen Schlachtung komme ich noch. Aber die ist natürlich damals durchs Fernsehen gelaufen. Wenn wir doch wissen als Amtstierärzte, dass am Bestimmungsort das und das mit den Tieren passiert, also Tierquälereien passieren, da machen wir uns doch auch strafbar, oder? Weil wir haben ja dazu beigetragen, durch unsere Erteilung der Genehmigung. Mit der Genehmigung sagen wir, hier, ihr dürft fahren, ihr dürft in diese Drittländer fahren mit den Tieren.
Das waren so die Hilferufe, sage ich jetzt mal, die dann uns erreicht haben, die dann auch unseren ersten Vorsitzenden, der ja auch Richter ist, beziehungsweise war, er ist jetzt schon nicht mehr im Dienst aufgrund Alters, der Christoph Maisack hat zusammen mit dem Dr. Alexander Rabitsch, einem Tierarzt, der eigentlich auch recht bekannt sein dürfte aus Österreich, der hat dann begonnen, eine Aufsatzreihe zu schreiben. Ich habe hier einfach mal die Teile dieser Aufsatzreihe einfach mal zitiert. Da gab es insgesamt 4 Teile, in denen die beiden mal in der Zeitschrift Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle beschrieben haben, wie das so ist mit den Tiertransporten. Unter anderem haben sie in diesem dritten Teil, den ich hier gelb angemarkt habe, haben sie das mal geprüft, was uns dieser Anrufer gesagt hat. Ich mache mich doch strafbar, und zwar wegen Beihilfe zur Tierquälerei, die dann im Drittland stattfindet, durch diese tierquälerische Schlachtung der Tiere, ob er sich da wirklich strafbar macht. Und die beiden sind eben in ihrem Rechtsgutachten dazu gekommen, zu dem Ergebnis, dass die Amtstierärzte, die hier die Transportgenehmigung erteilen, natürlich nicht unmittelbar die Tiere quälen. Das machen ja die Leute im Drittland. Aber es gibt ja auch im Strafrecht das Institut der Beihilfe. Auch derjenige, der, man nennt das Teilnehmer, auch der Teilnehmer macht sich der Beihilfe zu einer Tat strafbar, wenn er quasi Handlungen vornimmt, die diese Tat fördern oder zum Beispiel wie hier im Prinzip ermöglichen, ja, weil ohne die Genehmigung des Amtstierarztes dürfen diese Transporte ja gar nicht losfahren. Und die Anrufer, die dann bei uns angerufen haben, waren dann halt verzweifelt und haben gesagt, wir ermöglichen das doch. Wir ermöglichen, dass die Tiere in dieses Drittland gelangen. Wir nehmen eine Beihilfehandlung vor, also sind wir Beihilfe, also Teilnehmer, die dann auch bestraft werden können wegen Tierquälerei. Das Ganze wurde mal geprüft und relativ gut aufgearbeitet in genau diesem dritten Teil dieses Aufsatzes. Wer diese Teile haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich zum Schluss einblenden und kann das gerne mal nachlesen. Gut, jetzt kann man sagen, gut, ja, Maisack und Rabitsch, was die schreiben, ja, ist so eine Einzelmeinung. Tatsächlich gibt es aber im Übrigen weitere Gutachten, die das genauso sehen. Unter anderem hat Herr Professor Jens Bülte das auch schon mal durchgeprüft. Das ist ein Juraprofessor aus Mannheim und das auch veröffentlicht. Das ist sogar, wenn man den Titel eingibt, frei im Internet herunterladbar, dieses Gutachten, und hat das schon für diesen Stempel, diesen Gesundheitsstempel, der schon vor der Transportgenehmigung erteilt wird, hat es sogar schon für diese Handlung bejaht. Des Weiteren gibt es sogar schon ein ähnliches Gutachten aus dem Jahr 1996 schon von einem Herrn Otto. Dieses Gutachten kann man auch irgendwo runterladen, aber ich habe es mir schon gesichert und wer es haben möchte, kann mich da auch gerne anschreiben. Des Weiteren gibt es da noch ein Gutachten von den Rechtsanwältinnen Brun und Verheyen, die das dann auch nochmal gesagt haben und rechtlich aufbereitet haben. Naja gut, so, das ist jetzt die Grundlage, die wir brauchen, dass ich Ihnen meinen ersten Fall schildern kann. Dieses sogenannte Vorlaufattest, der Gesundheitsstempel, sage ich mal, der wird benötigt, hier habe ich nochmal die Rechtsgrundlage abgedruckt, der wird benötigt, damit eine Kuh überhaupt vom Ursprungsbetrieb auf die Sammelstelle gebracht werden kann, wo dann alle Kühe zusammengesammelt werden, um dann ins Drittland exportiert werden zu können. In meinem Fall 1 geht es um 136 weibliche und trächtige Rinder. Der Fall spielt im Februar 2019. Die Fahrt sollte gehen von den Ursprungsbetrieben in Schleswig-Holstein zu einer Sammelstelle in Niedersachsen. Von dort aus sollte es weitergehen nach Marokko.
Das Vorlaufattest, die Gesundheitsbescheinigung, wurde beantragt und zwar bei dem zuständigen Veterinäramt in dem Landkreis Rendsburg-Eckernförde. So sieht so eine Gesundheitsbescheinigung aus. Das ist alles in dieser Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung abgedruckt. Das ist jetzt nur mal, das können Sie sich jederzeit irgendwann mal nachlesen. Ich habe Ihnen nur mal zeigen wollen, wie sowas aussieht. Ja, das ist so eine Gesundheitsbescheinigung, heißt das Ding. Und da wird eben gesagt, welche Tiere sind das, wo sollen die hingehen? Und dann kommt ein Stempel drauf, dass die gesund sind. Und damit dürfen sie losfahren. Und zwar vom Ursprungsbetrieb zur Sammelstelle. Naja, die Amtstierärztin dort oben in Rendsburg-Eckernförde, die hat eben genau das gelesen, was der Herr Maisack und der Herr Rabitsch geschrieben haben und hat gesagt, nee, den Antrag auf Erteilung des Vorlaufattestes, den lehne ich ab, denn die Tiere werden in Marokko gequält. Ich habe ja die Filme geguckt, das ist dort die gängige Methode der Schlachtung. Ich mache mich durch die Erteilung dieses Gesundheitsstempels der Beihilfe zur Tierquälerei strafbar. Deswegen gibt es diesen Stempel nicht, das hat sie gesagt. Was ist dann passiert? Die Exporteure haben beim Verwaltungsgericht Schleswig einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt, mit dem Ziel, dass das Gericht die Amtstierärztin verpflichtet, diesen Stempel zu setzen, weil sie nur mit diesem Stempel losfahren dürfen. Das VG Schleswig hat in einem Beschluss gesagt, Tierschutzerwägungen darfst du hier gar nicht anstellen, liebe Frau Amtstierärztin. Dieser Gesundheitsstempel muss rein die Gesundheit der Tiere bestätigen. Alles andere hat hier nichts zu suchen. Du musst ihn erteilen. Da bereits mehrere Amtstierärzte in der Bundesrepublik Deutschland auf diesen Dreh gekommen sind und ebenfalls die Vorlaufatteste verweigert haben, finden Sie eigentlich den Beschluss des VG Schleswig in einigen anderen Beschlüssen, weil andere Gerichte das einfach abgeschrieben haben und auf ihre Fälle genauso angewendet haben. Verwaltungsgericht Darmstadt, Sie sehen auch die zeitliche Nähe, 11. März 2019, Verwaltungsgericht Gießen, 12. März 2019, VG Neustadt-Weinstraße, 19. März 2019. Ja, und alle diese Amtstierärzte, die so versucht haben, schon das Gesundheitszeugnis nicht zu erteilen, mussten das tun, weil die Gerichte gesagt haben, das ist nichts mit Tierschutz, das müsst ihr tun, das ist reines Tierseuchenrecht. Ich habe dann versucht, in einem Aufsatz, den ich hier unten zitiert habe, in der neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht, auch 2019, habe ich versucht zu begründen, warum es dennoch möglich sein muss, diese Vorlaufatteste abzulehnen. Naja gut, mittlerweile ist das ein alter Hut, das traut sich keiner mehr, dieses Vorzeugnis eben abzulehnen. So, was ist dann passiert? Ich habe Ihnen hier die Kieler Nachrichten vom 29. März abgedruckt, 2019. Der Landkreis Rendsburg-Eckernförde wollte sich nicht damit zufrieden geben, dass er nicht verhindern kann, dass diese Tiere nach Marokko gelangen. Die gehen natürlich in absoluter Regelmäßigkeit mit Marokko und hat sich dann für den nächsten Transport schon irgendwie überlegt, wie können wir das verhindern, diese Tierquälerei, wenn wir das nicht dadurch verhindern können, dass wir das Vorzeugnis ausstellen. Na gut, auf jeden Fall habe ich Ihnen hier einen Zeitungsartikel abgedruckt. Der Kreis hat dann irgendwie doch versucht, diese Exporte zu verbieten. Darüber haben sich die Rinderzüchter sehr, sehr aufgeregt in dem Landkreis. Und schauen Sie mal, was ich da eingekreist habe. Da hat nämlich der Geschäftsführer der Rinderzuchtgenossenschaft, die hatten einen Riesenbrast auf diese Amtstierärztin, die das verbieten wollte, hat erklärt, die Nerven seiner Mitarbeiter im sogenannten Exportstall lägen blank. Er könne daher die Sicherheit, insbesondere von Frau Dr. Manuela Freitag, das war die Amtstierärztin, nicht mehr garantieren. Was ist das? Das ist durch die Blume eine Drohung mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt. Und die arme Frau Dr. Freitag hat diese Angst natürlich zu Recht gehabt. Ja? Wir sind hier in Deutschland.
Das wollte ich noch mal einwerfen, ja, und nicht irgendwo, wo man Behörden, Mitarbeitern mit Gewalt droht. Das ist hier aber passiert. So, wie gesagt, dieses erste Vorzeugnis musste sie erteilen. Dann kam der nächste Fall, ein Monat später, im März 2019. Es geht um 136 Rinder wieder, wieder weiblich, wieder trächtig. März 2019, es soll wieder die Fahrt von den Ursprungsbetrieben in Schleswig-Holstein, wieder Rendsburg-Eckernförde, zu einer Sammelstelle in Niedersachsen passieren. Gut, hat man sich gedacht, das Vorlaufattest, das müssen wir erteilen, das hat das Gericht ja letzten Monat schon gesagt. Das erteilen wir dann auch. Das wurde dann beantragt. Und die Amtstierärztin hat dann auch das Vorlaufattest erteilt, hat ihren Stempel gegeben, das Gericht will das ja so. Dann hat sie aber Folgendes gemacht, sie hat gleichzeitig ein Verbot ausgesprochen und hat gesagt, hiermit verbiete ich euch den Transport der Rinder. Ihr habt zwar jetzt das Vorlaufattest, aber ihr habt auch ein Verbot, diese Tiere vom Hof zu fahren. Dieses Verbot hat sie für sofort vollziehbar erklärt und hat es auf den Paragraphen 16a Tierschutzgesetz gestützt, in dem Folgendes steht: Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Begründung: Die Tiere werden in Marokko gequält. Es sind Verstöße gegen das Tierschutzrecht zu erwarten. Das war die Begründung. Was ist dann passiert? Natürlich sind die Exporteure wieder zu Gericht gegangen und das VG Schleswig hat ihnen wieder stattgegeben und hat Folgendes und hat dann und am gleichen Tag ist dann sogar noch ein auf Betreiben des Landkreises eine Entscheidung des OVG Schleswig, also durch zwei Instanzen ist man gegangen an einem Tag. Wenige Stunden, um das zu prüfen, für beide Gerichte. Heraus kam dann folgende Entscheidung. Der Landkreis Rendsburg-Eckernförde sei gar nicht zuständig. Komisch, weil auf den Ursprungsbetrieben ist ja durchaus das Landratsamt Rendsburg-Eckernförde zuständig. Naja gut, die Gerichte haben gesagt, der Landkreis Rendsburg-Eckernförde ist gar nicht zuständig. Die Gefahr, die die Amtstierärztin gesehen hat, der Tierquälerei in Marokko, ist ja gar keine konkrete Gefahr, sondern lediglich ein Besorgnispotenzial. Das würde aber nicht ausreichen, ein Verbot des Tiertransportes zu erlassen. So, hier habe ich mal aus dem Beschluss des OVG Schleswig zitiert. Da steht Folgendes drinnen. Dass vorliegend ein Schadenseintritt bereits hinreichend konkret absehbar wäre, ist zunächst in Bezug, ist nicht ersichtlich. Denn dies würde die Prognose beinhalten, dass der für die niedersächsische Sammelstelle zuständige Kreisveterinär den Export trotz der vom Antragsgegner befürchteten Gefahren genehmigt. Bei einem notwendigen Dazwischentreten anderer kompetenzrechtlich zuständiger Ordnungsbehörden kann jedoch nicht mehr von einem ungehinderten Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens ausgegangen werden. Es liegt vielmehr nur ein Besorgnispotenzial vor, welches ein Einschreiten nicht rechtfertigt. Was hat das Gericht hier übersetzt gesagt? In einfach, eigentlich zuständig dafür zu prüfen, was möglicherweise in Marokko passiert. Das muss die Sammelstelle und nicht der Amtstierarzt am Ursprungsbetrieb. Und es ist ja wohl davon auszugehen, dass jede Behörde sich rechtmäßig verhält und dass der Amtstierarzt das an der Sammelstelle prüft. Dann muss der das auch tun. Und diese Prüfung hat er vorzunehmen und diese Prüfung darf nicht bereits durch die Amtstierärztin an dem Ursprungshof vorweggenommen werden. Na gut. Der Transport ist natürlich trotzdem abgefertigt worden nach Marokko von der Sammelstelle. Das schon mal vorweg. Das war ein relativ aufsehenerregender Fall. Jetzt möchte ich kurz zu einem anderen Fall umschwenken. Der Fall
ist wieder ein Rindertransport nach Marokko. Es betrifft wieder 136 Rinder, wieder weiblich, wieder trächtig. Von welchen Ursprungsbetrieben die herkommen, ist jetzt uninteressant. Auf jeden Fall geht jetzt unser Fall tatsächlich los ins Drittland. Und zwar von der Sammelstelle aus. An der Sammelstelle in Aurich, zum Beispiel in Aurich, ja, wir haben viele Sammelstellen in Deutschland, aber Aurich ist eine recht bekannte Sammelstelle mittlerweile, werden die Transporte abgefertigt. Das bedeutet nichts anderes als eine Genehmigung wird erteilt. In meinem Fall 2 ist diese Abfertigung am 5. Dezember 2020 erfolgt. Ich bitte Sie mal, das Datum zu merken. 5. Dezember 2020. Ganz kurz zur Rechtsgrundlage. Von der Fahrt von der Sammelstelle bis nach Marokko ist ein Transport aufgrund Artikel 14 der 1/2005 abzufertigen, also zu genehmigen. Und zwar von dem Veterinäramt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Sammelstelle liegt. In unserem Fall 2 ist das jetzt Aurich. Das heißt, wir sind lange aus dem Landkreis Rendsburg-Eckernförde raus. Wir sind jetzt in Niedersachsen in Aurich. Hier habe ich Ihnen mal den Artikel 14 abgedruckt. Interessant für uns ist jetzt mal nur das, was ich blau markiert habe. Vor der Genehmigungserteilung hat nämlich die Behörde hier in Aurich zu überprüfen, ob das vom Organisator vorgelegte Fahrtenbuch wirklichkeitsnahe Angaben enthält und darauf schließen lässt, dass die Beförderung den Vorschriften dieser Verordnung entspricht. Also, so ein Tiertransport muss von einem Fahrtenbuch begleitet werden und dieses Fahrtenbuch muss schon im Vorhinein vor dem Transport eine gewisse Transportplanung haben. Das heißt, es wird geplant, wir fahren heute los, dann und dann sind wir auf diesem Ruheort. Sie erinnern sich, nach 29 Stunden spätestens muss so ein Stall aufgesucht werden. Da und da ist so ein Stall, da fahren wir hin. Diesen Stall erreichen wir nach so und so viele Stunden, da machen wir dann 24 Stunden Pause, von da aus fahren wir dann weiter, dort und dorthin. Und dieses Fahrtenbuch, diese Planung muss bis zum Bestimmungsort, egal wo auf dieser Welt er liegt, muss durchgeplant werden. Das heißt in unserem Fall wieder bis nach Laayoune, das heißt bis runter in die Westsahara muss durchgeplant werden und es muss aufgrund dieser Planung der abfertigenden Behörde klar werden, da fahren Sie lang, so und so viele Stunden dauert das. Die Zeitvorgaben aus der 1/2005 werden somit nach dieser Planung eingehalten. So, dann zitiere ich Ihnen noch mal ganz kurz was aus Artikel 3. Das ist ein total wichtiger Artikel der 1/2005. Das sind nämlich die Voraussetzungen, unter denen überhaupt ein Tiertransport durchgeführt werden darf. Ich lese Ihnen nur mal das blau markierte vor. Niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen, wenn den Tieren dabei Verletzungen oder unnötige Leiden zugefügt werden könnten. Darüber hinaus müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Vor der Beförderung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um die Beförderungsdauer so kurz wie möglich zu halten und den Bedürfnissen der Tiere während der Beförderung Rechnung zu tragen. Der Transport zum Bestimmungsort erfolgt ohne Verzögerungen und das Wohlbefinden der Tiere wird regelmäßig kontrolliert und in angemessener Weise aufrechterhalten. Okay, gut. Unsere Transportplanung, über die ich hier spreche in meinem Fall 2, endete in Spanien, und zwar am Hafen. Der Bestimmungsort war aber Laayoune. Ich habe ja eben gesagt, die Fahrtenbuchplanung ist bis zum Bestimmungsort durchzuführen, egal wo auf dieser Welt dieser Bestimmungsort liegt. Es war nur ein Fahrer eingeplant. So viel zum Thema, der Tiertransport ist so kurz wie möglich zu gestalten.
Das ist natürlich nicht möglich, wenn ein Fahrer seine Sozialstunden, also nicht Sozialstunden, sondern Lenk- und Ruhezeiten, Lenkzeiten abgefahren hat und dann irgendwie erst mal ein paar Stunden schlafen muss und auch nicht mehr weiterfahren darf. Ein Fahrer kann den Transport nicht so kurz wie möglich halten. Das müssen ja mehrere Fahrer sein, damit diese 29 Stunden durchgefahren werden können. Das darf ja ein Fahrer gar nicht. So, es wurde ein Umweg gefahren, dann auch noch über Alicante. Das war nicht ganz klar. Dann war unklar, wie es weitergeht nach der GKS. GKS heißt Grenzkontrollstelle. Ich habe ja gesagt, dass die Transportplanung in Spanien am Hafen endet. Dort ist auch der Ausgangspunkt aus der EU und dort befinden sich Grenzkontrollstellen. Dort wird eigentlich ein Tiertransport nochmal kontrolliert. Es war also unklar nach der Transportplanung, wie geht denn das jetzt weiter? Werden die Tiere auf ein Tiertransportschiff verladen oder auf ein Ro-Ro-Schiff? Und wie geht es, auf welcher Hafen in Marokko wird angefahren? Wie geht es danach weiter? Also, ein Ro-Ro-Schiff ist übrigens das, was Sie hier auf diesem Bild sehen. Nichts anderes als eine Autofähre. Roll-on, roll-off heißt das. Ja, das heißt, Fahrzeuge rollen auf diese Fähre drauf und rollen wieder ab. Ein Tiertransportschiff hingegen ist ein Schiff, auf das die Tiere einzeln aufgetrieben werden. Das heißt, Fahrzeuge fahren nicht auf das Schiff, sondern die Tiere stehen auf diesem Schiff. Und weiterhin war auch der Bestimmungsort, der angegeben wurde, also die spezielle Adresse in Laayoune, nicht auffindbar. So, oh, wir haben schon 10 vor 8. Ich beeile mich jetzt ein bisschen, versprochen. Hier sehen Sie ganz kurz ein Tiertransportschiff, auf das keine LKWs drauffahren, sondern die Tiere einzeln heraufgetrieben werden. Da sehen Sie auch mal die Größe. Also tausende Tiere passen auf so ein Schiff. Das übergehe ich mal ganz kurz. So, warum erzähle ich so viel über diesen Transport? Naja, dieser hier von mir in Fall 2 behandelte Transport wurde durch das ARD-Mittagsmagazin und den RBB damals verfolgt. Ich habe Ihnen hier den Link abgedruckt. Ich denke, wenn ich die PowerPoint auf eine PDF umwandle, können Sie den auch anklicken. Auf jeden Fall wurde der Transport damals verfolgt und untersucht. Der Fahrer wurde zum Beispiel auch durch den Journalisten befragt und hat dann im Fernsehen auch Statements abgegeben. Der Landkreis Aurich hat sich auch geäußert in diesem Beitrag und hat in diesem Beitrag auch zugegeben, dass die Transportplanung nicht vollständig war. Dass nämlich zum Beispiel nur ein Fahrer eingetragen war. Trotzdem, und das ist nicht okay, nicht in Ordnung, nicht rechtmäßig, trotzdem wurde dieser Transport damals abgefertigt. So, weiter ging es dann. Die Tiere sind am 10. Dezember, ich erinnere daran, dass der Transport am 5. Dezember abgefertigt wurde in Aurich. 5 Tage später sind die Tiere angekommen in Algeciras mit dem LKW an der Grenzkontrollstelle. Und dann, ja, dann weiß man es nicht so genau. Ne? In Algeciras sind sie vermutlich entweder auf eine Fähre verladen worden oder auf ein Tiertransportschiff und sind von dort aus möglicherweise nach Tanger verschifft worden und sind von dort aus bereits, sind dann von dort aus weiter nochmal über 1000 Kilometer bis in die Westsahara gefahren worden. Die Transportplanung, schauen Sie mal, die wies damals aus, dass der Transport bereits am 9. Dezember am Bestimmungsort in der Westsahara ankommen sollte. Er hat aber schon bis zum 10. Dezember gebraucht, überhaupt am Hafen in Algeciras anzukommen. Genau, ja. Von Tanga bis Laayoune sind es laut Google Maps nochmal 1400 Kilometer. Für die ein LKW mindestens noch mal 20 Stunden benötigt, wenn er denn mit 2 Fahrern besetzt ist. Das Ganze war ein sehr, sehr seltsamer Transport und es wurde meines Erachtens auch nie aufgedeckt, was da wirklich passiert ist und
Sicher ist aber eins, dieser Transport ist rechtswidrigerweise genehmigt worden, nämlich ohne dass die Behörde eine vollständige Transportplanung jemals gesehen hat. Ja, hier habe ich Ihnen einfach nochmal die Strecke abgedruckt, die der Transport wohl gefahren ist. Wie gesagt, bis nach Algeciras, hier unten an die Küste, war das auch so aufgeführt in der Transportplanung und dort endete dann die Transportplanung, sodass man über diese restliche Strecke bis nach Laayoune dann auch nur mutmaßt. Ja. So, hier habe ich Ihnen nochmal den Bestimmungsort Laayoune von oben fotografiert. Nein, nicht wirklich. Ich habe Ihnen nur ein Google Maps Bild abfotografiert. Sie sehen tatsächlich, dass dieser Bestimmungsort wirklich absolut in der Wüste liegt. Ja, da wächst überhaupt nichts in diesem Gebiet. So, wie geht's weiter? Hier dann noch dieser ganze Streit um diese ganzen Rinderexporte ging dann tatsächlich noch relativ lange weiter und besteht, glaube ich, bis heute, flammt immer mal wieder auf. Hier sehen Sie dann nochmal eine Pressemitteilung aus dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Frau Otte Kienast hat ja im April 2021 dann irgendwann mal gesagt, mit Kuhtourismus muss Schluss sein und hat gesagt, das war tatsächlich ein Fall, wo herausgekommen ist, dass die Kühe aus Bayern bis nach Aurich gefahren wurde, weil in Bayern gesagt wurde, nein, nein, wir fertigen euch nicht nach Marokko ab. Und die Transporteure dann gesagt haben, okay, dann fahren wir nach Aurich, die machen das nämlich, huhu, dann fahren wir erstmal von Süddeutschland nach Norddeutschland, um dann wieder in den Süden zu fahren. Das ist dann irgendwie herausgekommen, auch dank einiger Leute, die, glaube ich, hier jetzt heute zuschauen. Und das hat dann Frau Otte Kienast dazu veranlasst, eben das zu sagen. Naja, Fakt ist natürlich, dass es heute genauso weitergeht wie damals und dass sich die Exporteure nicht wirklich davon abhalten lassen, ihre Tiere in die Sammelstellen zu bringen, die weiterhin ohne jedes Problem Tiere abfertigen, egal ob man den Tieren damit nochmal mehr Strecke zumutet oder nicht. So, ganz zum Schluss noch das Letzte, nämlich das, was die Tiere alle erwartet. Mögen sie auch noch so dolle als Zuchttiere verkauft werden. Die Futtergrundlage in diesen Ländern fehlt. Der Fleischbedarf ist hoch. Milchkühe braucht man da nur kurze Zeit. Natürlich werden dort auch die angeblichen Zuchttiere nach relativ kurzer Zeit, nämlich spätestens dann, wenn sie ihr Kalb bekommen haben und man die Milch dann eben ein paar Monate abgemolken hat, werden sie natürlich geschlachtet und zwar auf eine Art und Weise, wie es hier in Europa rechtlich nicht möglich ist, tatsächlich wahrscheinlich angesichts der Schlachthofskandale, die wir fast jeden Tag sehen, natürlich trotzdem gemacht wird. Nichtsdestotrotz ist das dort in diesen Ländern an der Tagesordnung. Und ich möchte noch mal ganz kurz etwas zu dem Argument sagen, dass die Exporteure immer sagen, naja, unser Interesse ist doch, dass es den Tieren gut geht, wenn sie dort ankommen. Wir wollen doch unversehrte Tiere verkaufen. Wir sorgen natürlich dafür, dass es den Tieren gut geht, wenn sie bei unseren Kunden ankommen. Das ist natürlich nicht so, denn ich habe eben gesagt, Fleischbedarf ist in diesen Ländern sehr hoch. Wenn eine Kuh in Marokko aussteigt und auf drei Beinen läuft oder möglicherweise gar nicht mehr läuft, dann ist es natürlich gar kein Problem, sie an Ort und Stelle direkt als Fleisch zu verarbeiten und zu nutzen. Das ist natürlich nicht so wie hier in Deutschland, dass eine verletzte Kuh dann notgetötet wird und nicht mehr in die Lebensmittelkette eingeführt werden darf. Natürlich ist das gar kein Problem, dann diesen Überschuss an schwer verletzten Tieren, die schon aufgrund des Transports so kaputt und verletzt in diesen Ländern ankommen, dann eben kurz zu schlachten. Dann, ja, also wie gesagt, zur Zucht, wenn sie es überleben bis zum Zuchtbetrieb,
werden sie natürlich nur sehr kurz verwendet und in Wirklichkeit züchtet man natürlich nicht mit diesen Tieren, sondern lässt sie ihr Kalb bekommen, nimmt die Milch für eine Weile und schlachtet dann das Kalbstück wahrscheinlich sowieso in den ersten Tagen nach der Geburt und die Kuh dann eben, sobald die Milchleistung nachlässt. So, das sind dann auch nochmal ein paar Bilder von der Animal Welfare Foundation und dem Tierschutzbund Zürich, die auch in regelmäßigen Abständen, und diese Bilder sind noch nicht alt, von daher schließt sich jetzt mein Kreis wieder zu der Wendy von 1992. Das hier sind Bilder, ich glaube, aus 2016 oder 2018. Da hat sich natürlich bis 2022 nichts geändert in diesen Ländern. Diese Bilder sehen Sie gestern wie heute. Und es gehen immer noch ungefähr 1 Million Rinder jedes Jahr aus Deutschland heraus. Und ein sehr, sehr großer Anteil, Zehntausende, Hunderttausende Tiere in diese Drittländer. Das hat auch die EU bereits erkannt. Wir haben hier einige Dokumente, die ich Ihnen hier verlinkt habe. Die EU hat das auch ganz deutlich benannt. Nicht nur in diesem Dokument des EU-Parlaments steht ganz deutlich, dass in Drittländern ganz, ganz schlimme Tierquälereien passieren, sondern auch in diesem Dokument der FVO. Das ist quasi die Veterinärbehörde der EU. Das habe ich Ihnen auch verlinkt. In diesen Dokumenten steht ganz, ganz klar, was in den Drittländern passiert. Es passiert trotzdem weiterhin, weil weder die EU noch irgendein Nationalstaat sich mal bequemt, diese Transporte zu verbieten. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen hinterher können Sie sich gerne an meine E-Mail-Adresse wenden. Und jetzt schließe ich dann mal die Bildschirmteilung und rufe mal den Chat auf. Und Sie haben natürlich auch noch die Möglichkeit, sich jetzt, ich denke, Herr Krohn wird das moderieren, sich zu entstummen und Fragen zu stellen. Vielen Dank. Ja, einen ganz herzlichen Dank für den engagierten, erschreckenden, sehr anschaulichen Vortrag. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass so ein bisschen eine Quintessenz sein wird. Unsere Gesetze reichen einfach nicht. Wir brauchen andere Gesetze. Aber für mich ist rausgekommen, auch bei der Gesetzeslage, die wir haben, könnten wir sehr viel weniger Tierleid haben, wenn die Behörden, die Kreisbehörden, ja, ihre Aufgaben ernst nehmen würden und offenbar auch, wenn die Gerichte die Gesetze ein bisschen tierfreundlicher interpretieren würden. Wir hatten jetzt eben schon eine Frage. Und zwar, Susanne Wittmer hatte gefragt, sind überhaupt Fälle bekannt, wo Strafen verhängt wurden oder Transporte verhindert wurden? Können Sie das? Gute Frage. Die Frage nach der Strafbarkeit hatte ich ja tatsächlich vorhin aufgeworfen und die haben sich auch einige Amtstierärzte gestellt und teilweise hat man uns sogar angerufen und hat gesagt, zeigen Sie mich an, damit ich endlich mal ein Exempel statuieren kann. Wir haben tatsächlich viele, viele Strafanzeigen geschrieben. Das Problem ist, dass die Staatsanwaltschaften die Verfahren bereits eingestellt haben, ohne dass irgendein Gericht jemals die Chance dazu hatte, dazu sich zu verhalten. Das heißt, man macht ja eine Strafanzeige, reicht die entweder bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft, also bei den Strafverfolgungsbehörden ein. Und die müssen dann eigentlich ermitteln und müssen dann unter bestimmten Voraussetzungen eine Anklage bei einem Gericht erheben. Und dann gibt es erst ein gerichtliches Strafverfahren. Zu diesen Anklagen durch die Staatsanwaltschaften ist es aber nie gekommen, weil die Staatsanwaltschaften von ihren Möglichkeiten, das Verfahren vorher einzustellen, immer Gebrauch gemacht haben. Es hat nie eine Anklage gegeben. Das heißt, wir haben immer nur die Meinung der Staatsanwaltschaften, die sagen, nee, das ist nicht strafbar, und haben das eingestellt. Damit verbauen sie aber natürlich auch den Gerichten oder verhindern, dass die Gerichte mal sagen, ja, das ist strafbar oder nicht.
hätte es mal eine Anklage gegeben, hätte ja auch ein Gericht mal sagen können, okay, Freispruch, ja, oder Verurteilung. Aber dazu ist es ja schon nicht gekommen und das ist ein ganz großer Kritikpunkt, weil wir hier zum Teil sehr konkrete Taten angezeigt haben und die Einstellungsbescheide der Staatsanwaltschaften sind zum Teil sehr haarsträubend und sehr an den Haaren herbeigezogen. Und wir haben es irgendwie alle nicht verstanden, dass nicht mal eine Anklage erhoben worden ist, dass mal ein Gericht sich dazu äußern konnte. Und deswegen, es wird bis heute verhindert, dass die Gerichte sich damit befassen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, da meldet sich jemand. Oder? Nein. Aha, auf welcher rechtlichen Grundlage jetzt stellen? Hört ihr mich jetzt? Ah, jetzt, ja. Ja. Also, hallo? Erstmal, ich bin hier. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Ja, wir hören. Okay, also, ich bin eine von denen, die sich damals schon sehr intensiv mit den Behörden hier in Schleswig-Holstein auseinandergesetzt haben, vor dem Urteil in Rendsburg, vor den beiden Urteilen in Rendsburg. Ich hatte ganz gute Verbindungen auch zu dem damaligen Landwirtschaftsminister Albrecht, dem also wirklich völliges Versagen vorgeworfen werden kann, aber total. Und ich habe auch mehrere Strafanzeigen gestellt. Meine Frage ist jetzt, aufgrund dieses Vortrags, Barbara, jetzt, da geht es ja auch um eine, sag ich mal, Abfertigung mit dem Datum 5.12.2020. Wenn ich jetzt eine erneute Strafanzeige stelle oder eine ist da was verjährt oder nicht? Musst du nicht, weil das haben wir gemacht. Genau. Ich weiß es, vielleicht ist da ja ein neuer Staatsanwalt, man weiß es nicht heutzutage. Ich weiß es einfach nicht, denn dieses gesamte, wir nehmen es jetzt so hin und wir trauen uns jetzt auch nicht mehr an diese Tierärzte, an die Armen. Dem kann ich mich also überhaupt gar nicht anschließen. Ich bin es einfach nur leid. Aber das wissen diejenigen, die mich kennen und um dieses ganze Thema und Barbara noch viel, viel mehr. Dass es ja im Prinzip nur darum geht, was ist noch möglich? Das Vertrauen in die Staatsanwaltschaften ist gleich null, immer in Bezug auf Tierschutzrecht und Sachen, gleich null oder weniger, an die Behörden ohnehin und an die Amtstierärzte auch. Das heißt also, außer Gewalttaten, die man jetzt noch verüben könnte, bleibt ja kaum ein Weg. Also wenn ich sagen würde, ich stoppe die Transporte, da werden die Transporteure von den Fahrzeugen geholt, die sind auch gar nicht arm, es gibt genug Arbeit. Aber das ist ja irgendwas, was einem dann in den Sinn kommt, wenn man sagt, alles andere schlägt fehl. Die Leidtragenden sind nicht wir, die wir das nur angucken müssen und auch nicht ertragen. Es sind die Tiere. Und zwar eigentlich jeden Tag. Denn wenn man hier nach Schleswig-Holstein guckt, bin jetzt über Land gefahren, da stehen Jungbullen, mit denen die Leute nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das heißt also, die Antwort war von mehreren Bauern, die kommen an Haken. So, aber an welche Haken? Da können Sie sagen, es tut mir leid und ich will das wissen. Stimmt aber nicht. So, das heißt letztendlich, diese Ohnmacht, ich sage jetzt mal, die Tierschützer oder Tierrechtler oder wie auch immer jetzt langsam immer mehr empfinden, ich weiß eben nicht, wo sie sich noch entladen soll. Und wenn Barbara sagt, es macht gar keinen Zweck, noch eine Strafanzeige zu stellen, ich weiß es nicht. Natürlich muss der rechtliche Weg eingehalten werden, in der Hoffnung, dass irgendwann was passiert. Und ihr kämpft ja wahnsinnig. Und vielen Dank für den Vortrag an Gerne. Dieser Stelle. Da möchte ich ganz kurz nochmal drauf erwidern. Ich möchte da ein bisschen zurückrudern, wenn ich sage, Strafanzeigen nutzen nichts. Ich habe nämlich letztens was von einer Kollegin gehört, womit sie total recht hat. Und daran sollten wir alle denken. Sie hat sich mal gegen irgendwelche
Polizistendinge gewandt und hat immer wieder Strafanzeigen gestellt und immer wieder und alles ist eingestellt worden, so wie wir das jetzt gerade erleben. Und sie hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, irgendwann kam da was. Und es wird so lange nicht angeklagt, bis es mal angeklagt wird. Ja. Und möglicherweise möchte ich dann doch sagen, es wird vielleicht irgendwann angeklagt, wenn der richtige Staatsanwalt da sitzt, der das Gesetz ernst nimmt. Ja. Und deswegen ist es nicht, vielleicht nicht unnütz, noch weitere Strafanzeigen zu stellen. Weil irgendwann wird es angeklagt. Es wird so lange nicht angeklagt, bis es mal angeklagt wird. Ja, okay. Dabei. Dietrich. Ja, ich wollte einmal fragen, wie viel denn da also über die Motivation der Staatsanwaltschaft bekannt ist. Geht es da quasi einfach nur darum, zusätzliche Arbeit zu verhindern oder zu vermeiden, weil man sowieso schon überfordert ist? Oder gibt es da dann ja auch irgendwelche Verbindungen der StaatsanwältInnen zu den entsprechenden LandwirtInnen und TransporteurInnen, wie wir es ja zumindest auf lokaler Ebene leider auch immer wieder sehen? Also da kann ich natürlich nur mutmaßen. Ich verweise mal auf eine jetzt neu herausgekommene Studie von Frau Professor Hofen und Frau Hahn, die genau das untersucht haben. Warum wird denn so wenig angeklagt und strafverfolgt und so weiter? Jetzt nicht nur in Bezug auf Tiertransporte, sondern auf generell Tierschutzkriminalität. Es kann durchaus sein, dass die Staatsanwälte überlastet sind. Es kann sein, dass sie keinen Bock haben. Es kann sein, dass sie den Landwirt gut kennen oder den Exporteur oder dass sie sich einfach nicht trauen oder dass sie sich vielleicht denken, oh Gott, wenn ich das jetzt anklage, dann, und das vielleicht noch verurteilt wird, dann bin ich dafür verantwortlich, dass ganz viele Exporteure, also ganz viele andere Amtstierärzte auch, dann würde ich quasi das Tor dieser Export zuschlagen. Und damit einen ganz wichtigen Wirtschaftszweig verhindern. Und davor habe ich Angst und deswegen mache ich das lieber nicht. Also das sind alles nur Mutmaßungen von mir. Ich weiß es nicht. Ja, in eine ähnliche Richtung gegen zwei Fragen im Chat. Angelika fragt, auf welcher rechtlichen Grundlage stellen Staatsanwaltschaften Anzeigen ein? Und Matthias, Staatsanwältinnen sind ja in Deutschland nicht unabhängig, sondern weisungsgebunden. Liegt es also möglicherweise an den zuständigen Justizministerinnen? Oder warum sind die Staatsanwältinnen so parteiisch? Also Staatsanwälte haben natürlich mehrere Möglichkeiten, ein Verfahren einzustellen. Eine Anklage ist ja auch nur dann zu erheben, wenn es eine gewisse Verurteilungswahrscheinlichkeit gibt. Wobei ich finde, dass man die hier durchaus begründen kann. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, Verfahren einzustellen und davon wird natürlich Gebrauch gemacht. Zu der Weisungsgebundenheit, ja, Staatsanwälte sind nicht frei, ganz im Gegensatz zu eben Richtern. Ob es an den Justizministern liegt, weiß ich nicht. Vielleicht reicht es aber auch schon, dass es der Oberstaatsanwalt ist oder der leitende Oberstaatsanwalt, der dann runtergibt quasi, nee, das wird nicht angeklagt. Auch das weiß ich nicht genau. Brigitte, bitte. Ja, erstmal vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie da erzählt haben. So genau habe ich das nicht gewusst und es macht mich wirklich fast sprachlos. Ich habe eine Frage. Jede Behörde hat ja eine Aufsichtsbehörde und ich selber bin auch bei einer. Und gibt es das jetzt im Prinzip bei einem Gericht und die Staatsanwälte, gibt es da überhaupt keine Aufsichtsbehörde oder die Möglichkeit, irgendwelche Untätigkeits- oder Dienstaufsichtsbeschwerden einzureichen? Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Ja, auch für Staatsanwaltschaften gibt es so etwas wie eine Aufsichtsbehörde. Natürlich gibt es den Staatsanwalt, darüber steht der Oberstaatsanwalt und dann kommt der leitende Oberstaatsanwalt, darüber kommt dann die Generalstaatsanwaltschaft und am Ende der Kette steht dann natürlich der Justizminister oder die Justizministerin und natürlich wurde auch das schon versucht und wird auch, glaube ich, immer noch regelmäßig versucht. Zu Dienstaufsichtsbeschwerden sagt man ja, sie haben quasi die, oder sie enden mit diesen
Sie sind die 3F quasi, formlos, fristlos und auch fruchtlos. Also das geht dann auch so ein bisschen nach dem Motto, keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus. Ja, ich gehe so eher in die Richtung, wie das bei uns halt kommt. Das sind diese sogenannten Eingaben, die wir bekommen oder eben vom Ministerium die kleinen Anfragen und die dann also wirklich tatsächlich auch in Fristen bearbeitet werden müssen. Und insbesondere, wenn es vom Ministerium kommt, dann haben wir einen besonderen Druck. Mhm. Ja, und auch das hat man auch für die Veterinärbehörden schon versucht, dass man sich quasi an die Ministerien gewandt hat und sagt, hier von oben greift doch quasi mal runter, dass eure Leute den Job richtig machen und die Transporte, die Abfertigungen nicht erteilen. Mhm. Auch da ist es natürlich schwierig, wenn Sie Ministerien haben, die das eigentlich auch wollen, dieses Exportgeschäft. Ja, das wird dann nicht ernsthaft an die Behörden runtergegeben. Das ist, glaube ich, ein relativ großes System, wo Sie reinstechen können, wo Sie wollen und Sie werden nichts erreichen. Gleichwohl finde ich es gut, immer wieder reinzustechen. Und vielleicht ist auch da irgendwann mal jemand, der das anders sieht, und wo dann was passiert. Deswegen mein Tipp, nicht locker lassen. Ja. Ja, im Chat eine sehr spezifische, juraspezifische Frage, die aber ein bisschen daran anknüpft. Wurden die genannten verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren später in Hauptsacheverfahren weitergeführt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Nein, lautet die Antwort. Das Problem ist, wenn sich nach einem Eilverfahren die Sache erledigt, und das ist bei uns der Fall, denn der Transport ist quasi um die Ecke gefahren und ist weg, dann gibt es kein Hauptsacheverfahren mehr, weil sich der Verfahrensgegenstand erledigt hat. Es muss keiner mehr in einem Hauptsacheverfahren mehr über diesen Tiertransport entscheiden, weil er weg ist. Und deswegen, und das ist eine ganz schlimme Sache, werden auch die Verwaltungsgerichte daran gehindert, ordentlich über eine Sache zu befinden, weil ein Eilverfahren ist ja immer ein Verfahren, wo es schnell gehen muss. Sie haben vorhin gesehen, dass das VG Schleswig und das OVG Schleswig innerhalb von wenigen Stunden dieses Ding entschieden haben. Ja. In einem Hauptsacheverfahren, wenn ein Gericht Zeit hat, sich mit der Rechtslage ordentlich zu befassen, dann kann das vielleicht eine ganz andere Entscheidung sein. Aber zu denen kommt es nicht mehr, weil sie kein Hauptsacheverfahren mehr führen können, wenn der Klage oder der Gegenstand des Verfahrens quasi, wenn es den nicht mehr gibt. Und den gibt es nicht mehr, der ist weg. Nochmal. Kerstin. Ja, also ich habe mal zwei Fragen. Ich bin für die Tierschutzpartei Mitglied im Kreistag Oberhavel. Und im Landwirtschaftsausschuss habe ich mal nachgefragt, ich bin da auch tätig im Landwirtschaftsausschuss, ob es Sammelstellen für Tiertransporte in Oberhavel gibt. Das wurde verneint, wurde gesagt, nein, gibt es nicht. Und ich wollte mal fragen, wenn ich irgendwas tun kann im Kreistag Oberhavel, wenn da irgendwas bekannt wird oder jemand irgendwas weiß, genaueres, dann würde ich einfach um Mitteilung bitten, ob ich da vielleicht irgendwie helfen kann. Und die zweite Frage ist, können wir als Tierschutzpartei irgendwas bewirken? Danke. Vielen Dank für dieses Angebot. Werde ich total gerne annehmen und werde mir Ihre E-Mail-Adresse aufschreiben. Die Frage, ob die Tierschutzpartei etwas bewirken kann. Ja, Sie können wahrscheinlich genauso viel bewirken wie jeder von uns andere auch. Irgendwie gar nichts, aber doch total viel. Weil auch Sie können pieken, ja, auf Ihre Art und wie man das als Partei eben kann. Wir Bürger können auf unsere Art pieken, die Parteien können auf ihre Art pieken, immer wieder nachfragen, immer wieder das Thema hochholen. Und irgendwann gibt es vielleicht auch da einen Fortschritt. Das, das würde ich empfehlen. Ja, danke. Brigitte nochmal? Ja, vielen Dank. Diesen Vortrag, den Sie jetzt heute gehalten haben, der für mich wirklich also diamantwert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das haben Sie echt super gemacht. Und das war sowas von aufschlussreich und hat halt auch viele, viele Fragen beantwortet und immer die gleiche Leier von den Tierhaltern natürlich in allen. Hallo? Hallo, da sind irgendwo Nebengeräusche.
Fernseher oder so? In allen Belangen ausgehebelt. Oh, jetzt bin ich irgendwie den Faden verloren. Ach so, und diese Ausführung, diesen Vortrag, ich meine, Sie sind ja, oder man ist ja teilweise als Behördenmitarbeiter, ist man ja auch gewissen, hat man ja gewisse Grenzen, irgendwelche Dinge zu tun. Ich fände, dass ich glaube, dass ganz viele das so, wie Sie das jetzt in so wirklich prägnanten und so dargestellt haben, das habe ich ja noch nicht mal gewusst. So. Und das auch mal so an die Öffentlichkeit zu bringen, weil die Medien sind ja jetzt auch sehr, sehr gewillt, solche Dinge mal aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, vielen Dank, Frau von der Heide, für Ihre Worte. Ja, ich versuche das quasi in dem Rahmen, in dem ich das tun kann, schon so öffentlich wie möglich zu machen. Auch mit dem Vortrag hier und heute, ja. Auch mich haben die Exporteure schon versucht einzuschüchtern, ja. Die haben natürlich ihre Anwälte, die sich bei meinem Präsidenten beschwert haben, bei meinem Gerichtspräsidenten über mich und haben so versucht, mich einzuschüchtern. Oh, das ist unfassbar. Ja, da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man seinen Rahmen, den man hat, auch nicht verlässt. Das versuche ich so penibel wie möglich einzuhalten. Da haben sie vielleicht sogar noch was Gutes getan, die guten Anwälte, indem sie mich vielleicht ein Stück weit gewarnt haben, dass ich immer aufpasse, was ich sage. Und das tue ich auch, aber ich glaube, mir kann keiner verbieten, die Wahrheit zu sagen. Und das werde ich auch tun und werde mich dafür weiterhin einsetzen. Aber das, was Sie gesagt haben, könnte ja jemand anders, der sich nicht in dieser Position betrifft, wenn Sie sagen, ja, ich gebe dir das zur Verfügung, nur nicht unter meinem Namen, könnte ja jemand anders quasi, der eben nicht so angreifbar ist, der könnte das ja veröffentlichen. Weil ich weiß selber, wie das ist. Also bei mir geht es in Sachen Wolf auch teilweise darum und es ist halt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Man befindet sich da immer auf so einem schmalen Grat. Aber das ist so, ich finde es, also ich weiß nicht, vielleicht geht es ja den anderen auch so, aber das war eine so, ich hab zugehört, wie, also das war so, ja, so klasse verständlich und so einfach erklärt und doch, dass man das nochmal so vor Augen geführt kriegt und wenn das jetzt so in der Versenkung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, verschwinden will, das wäre total schade, weil ich glaube, dass das echt was bewegen könnte. Ja, wobei ich ja jetzt keine Geheimnisse verraten habe, sondern eigentlich nur Dinge, die sowieso total öffentlich sind. Ja, aber das, was, so wie Sie das in dem Ablauf, so wie Sie das gesagt haben, es ist ja manchmal, der eine erzählt was und dann denkt man, ja, klar, du hast recht, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du meinst. Aber das war vom ersten Moment an bis zum Schluss, habe ich, sag ich mal, da mit Spannung zugehört. Also das war wirklich, wirklich gut. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt, also das merken Sie wahrscheinlich. Ne? Danke. Und dann Heike. Ja, hallo. Ich bin nicht Heike, ich bin Hans-Josef. Ich fand den Vortrag auch wirklich sehr gut, toll. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, und zwar ist das Grundgesetz ja die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und eigentlich oberstes Gesetz. So, jetzt wurde der Tierschutz aufgenommen, dieser 20a, weil ja auch ein überwiegend öffentliches Interesse am Tierschutz besteht. Was ich nicht verstehe, ist, warum sich Staatsanwälte über dieses öffentliche Interesse und über das Grundgesetz immer wieder hinwegsetzen können und inwieweit eine Verfassungsbeschwerde da eventuell Möglichkeit auf Erfolg hätte. Ja, vielen Dank, Franz Josef. Ich glaube, wir kennen uns persönlich, auch wenn ich dich nicht sehe. Ja, schon. Wir hatten schon mal Kontakt. Hallo. Danke für deine Frage. Eine Verfassungsbeschwerde können Sie hier nicht erheben. Eine Verfassungsbeschwerde
kann nur derjenige erheben, der in seinen eigenen Grundrechten betroffen ist. Ja? Da wird natürlich immer mal wieder versucht, eine gewisse Konstellation zu konstruieren. Zum Beispiel haben ja auch wir Tierschützer eine Gewissensfreiheit, aber da kommen sie so mit einer Verfassungsbeschwerde nicht wirklich ran, meines Erachtens. Das ja, aber wie soll muss auf anderen Wegen laufen. Wie soll eine Kuh eine Verfassung? Das ja, genau. Das wurde ja tatsächlich, das ist eine gute Frage. Tatsächlich wurde ja letztes Jahr wirklich versucht, dass es eine Verfassungsbeschwerde für die Tiere gibt. Da hat Peter ja für die Ferkel, die betäubungslos kastriert wurden, eine Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Gericht hat das abgewatscht. Ich weiß nicht, wie man rankommt rechtlich. Glauben Sie mir alle, wenn ich es wüsste, wenn ich irgendeine Idee hätte, irgendeinen Ansatzpunkt, dann hätte ich ihn schon längst ergriffen. Ja. Ja. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Achso. Franz Josef, die Hand ist noch oben. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht nur vergessen. Nee, Entschuldigung. Ja. Kann ich nochmal? Ja, die Hand geht nicht. Hallo? Ja, Helga. Ja. Also ich wollte nochmal fragen, Barbara, ist denn dein Vortrag jetzt irgendwo abzurufen? Ich würde mir Teile nochmal gerne genau anhören. Den kann ich gerne, ach so, das Aufgezeichnete, da musst du dich wahrscheinlich an hier die Veranstalter wenden, aber meinen Vortrag kann ich natürlich auch gerne auf PDF ziehen und euch allen zur Verfügung stellen. Oh, das wäre super. Das wäre ganz toll. Da sind so viele Sachen, auf die ich mich beziehen möchte, oder, also nicht wörtlich, aber die ich dann nochmal haben möchte. Das wäre ganz toll. Ja, da waren auch Dankeschön. Die Links, das wäre natürlich auch ganz schön, weil die können wir ja schlecht aus dem Video nehmen. Genau, ganz toll. Danke. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Auch ja. Und vielen Dank. Also das war ganz toll. Gerne. Tschüss. Ja, es tut mir leid. Entschuldigung. Ja. Hallo, guten Abend zusammen. Ich hatte noch eine Frage. Ja, bitte. Ja. Genau, und zwar wollte ich fragen, so das Gefühl ist ja, dass die Wurzel allen Übels darin liegt, dass die Tiere bei uns in Deutschland ja noch als Sache angesehen werden. Es ist ja mittlerweile in vielen Ländern natürlich zum Glück schon nicht so. Die Frage ist natürlich, was das jetzt dann bringt rechtlich, ne? Weil es werden ja immer noch Hunde an der Kette gehalten, zum Beispiel, obwohl sie nicht mehr als Sache gelten in Ländern, wie zum Beispiel Portugal. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, warum ist das eigentlich in Deutschland nicht so? Hatten das schon verschiedene Parteien vielleicht probiert? Das ist mir gerade nicht bekannt. Und warum ist es vielleicht so schwer, das durchzubringen? Weil hier hätten wir in Deutschland dann wenigstens eine Grundlage, auf die man sich beziehen kann, wo man dann vielleicht auch andere Gesetze durchbringen könnte. Ja, vielen Dank. Tatsächlich. Nur kurz als Nachtrag, Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht verabschiedet wird, weil die Leute sich sagen, ja, das kann man ja denn alles nicht nachhalten. Man kann ja denn nicht prüfen, welche Tiere irgendwie, an denen Gewalt ausgeübt wird oder nicht. Aber in Deutschland könnte ich mir vorstellen, könnte man das ja nachhalten oder man könnte es vielleicht auch gesetzlich so verankern, dass die Bürger das melden dürfen und so weiter. Was meinen Sie dazu? Jetzt bin ich fertig, danke. Ja, vielen Dank. Also tatsächlich gilt das Tier hier nicht mehr als Sache. Es steht seit 1990 im Gesetz, dass Tiere keine Sachen sind und sie gelten auch nicht als Sache und sie werden auch nicht als Sache behandelt, sondern als Tiere. Das Problem ist, man hält sich eben nicht an die Tierschutzvorschriften und das in großem Stil. Und warum ist das so? Weil man damit Geld verdient. Mit Tierquälerei verdient man Geld. Und deswegen hält man sich nicht an die Tierschutzvorschriften, aber rechtlich, wenn Sie mal in das BGB schauen, Paragraph 90a, der ist 1990 ins Gesetz gekommen, da steht, ein Tier ist keine Sache. Und das gilt umfassend, nur in einem Bereich, tatsächlich im Strafgesetzbuch,
ist es durchaus noch so, dass man an einem Tier eine Sachbeschädigung prüfen kann. Aber das ist kein Nachteil für das Tier, das ist gut. Weil wer zum Beispiel ein Tier quält oder tötet, der kann sich durchaus dann wegen zwei Taten strafbar machen, nämlich einmal wegen Tierquälerei nach § 17 Tierschutzgesetz und einmal wegen Sachbeschädigung. Das ist quasi noch eine zusätzliche Straftat, die das Gesetz zur Verfügung stellt. Und in dieser einen Ausnahme gilt das Tier tatsächlich noch als Sache. Aber in allen anderen Rechtsbereichen gilt das Tier schon ganz, ganz lange nicht mehr als Sache. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es in der Praxis schlimmer als eine Sache behandelt wird, weil eben die Tierschutzvorschriften ganz, ganz großflächig nicht eingehalten werden. Ja. Okay, vielen Dank. Robert. Ich habe noch mal eine kleine Nachfrage. Und zwar bei dem Fall Aurich, da ist ja nachgewiesen worden, dass eben nicht alles rechtmäßig war. Das haben Sie ja auch gut geschildert. Da wollte ich zum einen fragen, was ist denn daraus geworden, dass man das nachweisen konnte? Das muss ja Folgen gehabt haben für die Leute, die da nicht rechtmäßig gehandelt haben. Und die zweite Frage, mit dem Wissen darum, dass ja sowas bestimmt nicht einmalig so vorgefallen ist, sondern sich regelmäßig wiederholt, kann man ja auch juristisch etwas bewerkstelligen. Gibt es da Überlegungen zu? Weil es wird ja nie alles genau eingehalten und es war ja nur ein Beispiel. Und so wird es ja häufig sowas geben. Sehr gute Frage, vielen Dank. Nein, es hat keine Konsequenzen gegeben und es wird auch keine geben. Es läuft alles weiter so wie vorher. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, es gab noch einen Fall, wo ein Transport, ich weiß nicht, ob es Aurich war, aber es war irgendwo da oben in Niedersachsen, wo ein Transport nochmal versucht wurde, deswegen nicht abzufertigen, weil nur ein Fahrer drauf gesessen hat. Das war irgendwann, ich glaube, Ende 2021. Und dann hat der Exporteur, dann hat das Gericht sogar noch gesagt, okay, der Transport wurde rechtmäßigerweise nicht abgefertigt. Er darf nicht fahren mit einem Fahrer. Dann war es aber so, dass der Exporteur noch einen weiteren Fahrer in die Planung reingeschrieben hat. Dann hat er seine Genehmigung bekommen und ist losgefahren. Was ich nicht genau weiß, ob er wirklich mit zwei Fahrern losgefahren ist oder mit einem, aber tatsächlich gibt es vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück gerade ein Hauptsacheverfahren, angestrebt von dem Exporteur, zu der Frage, wie viele Fahrer denn damit fahren müssen. Das ist vielleicht eine Sache, wo man noch mal genauer hingucken sollte, auf das Verwaltungsgericht Osnabrück und auf dieses Verfahren. Genau, aber ansonsten läuft alles so weiter wie vorher auch. Es hat ein bisschen Presserummel gegeben und das war die einzige Konsequenz. Aber für diejenigen, die das dort ganz konkret genehmigt hatten und die Papiere waren ja nicht vollständig, das heißt, dort wurde tierschutzwidrig gehandelt, nachweislich, hatte das nichts als Konsequenz, obwohl bekannt ist, dass dort gegen Tierschutzvorgaben verstoßen wurde. Das ist ja auch erstaunlich. Das kann man ja auch mal festhalten. Das ist einfach nur verwundert. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar haben wir vom Landesverband Niedersachsen schon vor einigen Monaten ein Bürgerbegehren formuliert, das darauf abzielte, dass das Ministerium den Behörden klarere Ausfuhrhinweise zur Verfügung stellt und auch eine Länderliste nach dem Vorbild Bayerns erstellt. Und der Text zu diesem Bürgerbegehren wurde an den Landeswahlleiter gereicht. Der ist da zuständig, oder die Landeswahlleiterin ist da zuständig. Und es hat dann relativ lange gedauert und dann kam eine Antwort vom Ministerium, die da hieß, das wäre nicht möglich, also für Tierrechtsverstöße in den Zielländern ist sowieso die deutsche oder europäische Justiz nicht verantwortlich und da kann überhaupt keine Stellung zu bezogen werden.
Und es geht nur um den Transport. Und wenn der Transport genehmigungsfähig ist, und das ist dann der Fall, wenn die Plausibilitätserklärung vorliegt, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu verhindern. Und so eine einheitliche Liste darf es nicht geben. Nun gibt es die ja in Bayern. Das ist ja ein bisschen verwunderlich. Also muss sagen, wir haben dann nochmal den Text ein bisschen korrigiert und haben eben tatsächlich sind auf diese Situation eingegangen und haben darauf verzichtet, auf die Tierrechtsverstöße in den Zielländern aufmerksam zu machen. Jetzt ging aber auch die zweite Fassung ans Ministerium. Da wird jetzt nochmal drauf geantwortet. Und es wird natürlich wieder heißen, das Ministerium ist nicht zuständig. Und so kann sich das fortsetzen. Also so funktionieren ja eigentlich keine Bürgerbegehren. Das ist ja recht eigenartig. Aber die Frage nochmal ganz konkret, wie würden Sie das einschätzen? Also sagt natürlich jeder ganz gerne, er ist nicht zuständig. Na klar. Das Beste wäre natürlich eine bundesrechtliche Regelung, die auch möglich ist. Das haben jetzt gerade vor kurzem die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages noch einmal aufgearbeitet. Wer das mal googelt, das ist eine Ausarbeitung von Ende Juni. Eine deutschlandweite, vom Bundesministerium in Rechtsverordnung gegossene oder vielleicht sogar in ein Bundesgesetz gegossene Länderliste, in die nicht exportiert werden darf, ist möglich und rechtlich zulässig. Und richtig, in Bayern gibt es diesen Erlass mit dieser Länderliste, in Hessen gibt es ihn. Ob das so durchgehalten wird, naja, also Sie wissen ja, dass die bayerischen Tiere dann nach Niedersachsen kommen, um abgefertigt zu werden. In Niedersachsen hielte ich einen solchen Erlass natürlich auch für möglich, wenn es das Ministerium will. Es will anscheinend nicht. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, so ein Erlass werden die Transporteure sofort anfechten bei Gericht. Und dann wird es wieder gerichtliche Entscheidungen geben. Wie die aussehen, keine Ahnung. Aber letztendlich wäre das Sicherste, was man machen könnte, eine bundesweite Regelung. Nichtsdestotrotz kann natürlich der niedersächsische Minister genauso wie der hessische und genauso wie der bayerische so einen Erlass mit einer Länderliste machen. Ja. Sie wollen nicht. Auch noch mal eine Frage. Kann man mich hören? Rose hier. Also wer kann denn diesen ganzen Zustand überhaupt ändern? Kann das unsere Bundesregierung abstellen, wenn sie wollte? Kann das unser Landwirtschaftsminister abstellen, wenn er denn, also der will ganz bestimmt, aber der kann sich gegen diese ganze Landwirtschaftslobby nicht durchsetzen. Ich weiß das schon, der arme Kerl, tut mir richtig leid. Ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Also wer könnte es überhaupt? Also im Prinzip kann es das BMEL mit einer Rechtsverordnung oder aber der Gesetzgeber mit einem Gesetz. Ja, es müsste halt geregelt werden, am besten natürlich in einem Gesetz. Das ist immer das Sicherste. Das müsste aber natürlich durch den Bundestag. Ob man da die Mehrheiten kriegen würde, wage ich zu bezweifeln. Aber im Prinzip kann es auch das BMEL durch eine Rechtsverordnung. Also dann liegt es an der CDU, CSU, die da unter Garantie nicht zustimmen werden. Noch ein paar mehr, die nicht wollen. Die FDP vielleicht noch. Das Ganze muss dann ja auch durch den Bundesrat. Ja, Sie wissen ja vielleicht, dass diese Länderliste schon einmal im Bundesrat war, nämlich im Juni 2021. Auf hessischen Antrag wurde da so genauso eine Länderliste, ein Verbot, ein Exportverbot in gewisse Länder wurde da beantragt. Und es haben einige Länder zugestimmt, aber nicht genug, um dass es eben durch den Bundesrat durchgegangen ist, und letzten Endes muss es dann auch noch das BMEL wollen. Und das ist meines Erachtens auch nicht gegeben. Man könnte es aber schaffen. Ja. Danke. Kann man nicht hören? Dann hätte ich nämlich auch noch eine Frage gleich im Anschluss. Ja, bitte. Ja. Also mein Name ist Helga Dreher-Knoch, ich wohne in Hessen und ich habe eine Frage an die Barbara. Und zwar im Anschluss an meine Vorrednerin. Ich habe kürzlich mal mit einem Mitarbeiter aus dem BMEL telefoniert. Und der hatte nun Gott sei Dank mal eine Weile Zeit und hat sich auch intensiv mit mir unterhalten. Und er meinte also, ja, sein Minister, also der Herr Özdemir,
der wäre ja jetzt eigentlich dabei und würde versuchen, im EU-Agrarrat so einiges zu schaffen. Und dann hat dieser Mitarbeiter gemeint, naja, er will ja wenigstens versuchen, dass die Transportzeiten verkürzt werden. Also weiß ich dann auf 10 Stunden oder was. Und dann gingen ja die Transporte in die entfernten Gebiete und sozusagen die Risikostaaten, die gingen ja dann aus diesem Grund nicht mehr. Aber er hat dann auch gleich angefügt, da gibt es ja gleich wieder eine Gefahr, nämlich dann wird halt sozusagen von dem ersten Zielort eine zweite Fahrt organisiert. Und damit ist das Ding wieder vom Tisch. Barbara, wie siehst du das? Also was findet in der europäischen Ebene oder auf der europäischen Ebene statt? Wie sieht das aus mit anderen Staaten? Also was ist mit den Staaten, die schon mal einen Vorstoß gemacht hatten? Und zwar letztes Jahr, als die Frau Klöckner sogar noch dabei war. Wie sieht es da aus? Wie schätzt du das ein? Also tatsächlich überarbeitet die EU ja gerade die Tiertransportverordnung. Das Ganze soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Es gab den Untersuchungsausschuss, der gewisse Empfehlungen abgegeben hat, die etwas weichgespült waren, keine Transportverbote empfohlen haben. Und ich glaube, diese Transportzeitbegrenzung auf zum Beispiel 10 Stunden, das ist durchaus machbar. Man muss halt dann auch regeln, dass es danach nicht mehr weitergehen darf. Ja? Wenn man aber natürlich die Möglichkeit hat, nach den 10 Stunden irgendwie dann direkt was Neues anzustoßen, sodass es genauso ist wie jetzt auch, dann ist das natürlich ein großes Schlupfloch, das es nicht geben darf. Also im Prinzip wäre meines Erachtens nur wirklich für die Tiere tierschützend, wenn man auch auf EU-Ebene ein Verbot der Ausfuhr in gewisse Länder regeln würde. Und zwar muss man das ja nicht in dieser Absolutheit tun, sondern man kann es so formulieren, dass ein Verbot in diese benannten Länder, ja, ist uns allen klar, welche Länder das sind, normiert wird, solange diese Länder gewisse Tierschutzvorgaben, wie wir sie hier in der EU haben, und damit meine ich nicht nur Tierhaltungsvorgaben, sondern auch Tierschlachtvorgaben, solange diese Vorgaben nicht eingehalten werden. Weil Sie müssen sich mal vergegenwärtigen, Fleisch, was wir hier in die EU einführen, darf nur eingeführt werden, wenn es im Drittland unter unseren EU-Bedingungen geschlachtet worden ist. Das heißt, auch im Drittland muss man sich, wenn man uns als EU-Fleisch verkaufen will, muss man sich an unsere EU-Schlachtverordnung halten. Und nur dieses Fleisch darf eingeführt werden. Aber Rinder dürfen ausgeführt werden, egal wie es in diesen Ländern aussieht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und genauso muss man das in die andere Richtung regeln. Es gibt ein Verbot der Ausfuhr in diese und diese Länder, solange unsere Vorgaben nicht eingehalten werden. Das ist der einzige Weg, wie es gehen kann. Danke, Barbara. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Aber dann können wir die Diskussion erstmal beenden. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für diesen wirklich sehr, sehr erhellenden und anschaulichen Vortrag. Und das hat ja die Diskussion auch gezeigt, dass es ja wirklich nochmal einiges aufgebrochen hat. Danke. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass so viele Leute da waren. Das ist echt mega. Und irgendwann zusammen schaffen wir das, wie auch immer, wann auch immer. Wir müssen nur alle weitermachen. Und ich werde dem Herrn Krohn dann spätestens morgen meine Präsentation auf PDF schicken. Danke. Super. Vielen Dank. Ja, wir hatten gesagt, dass wir noch eine kurze, sozusagen interne Phase anfügen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Nichtmitglieder auch dabei sind. Also dann würden wir Sie verabschieden, liebe Frau Felde. Ich danke. Auch. Ja.
Tschüss. Und einfach, ja, so für den, wenn noch Diskussionsbedarf besteht dazu, wie wir uns zu diesem Thema verhalten oder auch zu etwas ganz anderem, dann hätten wir jetzt einfach nochmal Gelegenheit. Hallo? Ja. Hallo, werde ich gerade gehört? Jetzt hören wir, ja. Ja, ich frage mich, ob wir als mitfühlende Parteimitglieder und überhaupt als mitfühlende Menschen den Krieg, den die Tiere zu erdulden haben, seitens der Tierausbeutungslobby überhaupt auch so als Krieg gegen uns wahrnehmen oder ob wir das uns so ein bisschen abspalten, so unter dem Motto, naja, es sind ja eben doch nur Tiere. Das geht ja im Grunde nicht gegen uns als Menschen und dass wir das so ein bisschen zu lax handhaben. Wir versuchen das immer so auf gesetzlicher Ebene, was nicht funktioniert. Also ich denke mal, die Tierbefreiungsaktivisten, die richtig im Nacht- und Nebel-Aktion machen, die machen mehr, die sind vielleicht berührter oder ich weiß nicht, wie seht ihr das? Robert? Naja, es ist schon wichtig, dass wir den Rechtsweg einhalten und wer noch aktivistisch nebenbei machen möchte, kann das natürlich gerne tun und soll das auch tun, aber der große Hebel ist halt die Politik, ne? Und der große Hebel, da setzen wir eben an, wenn die Gesetze sich ändern, kann man so viel regeln und das ist eben das, was viele wo viele nicht mehr dran glauben. Ne? Aber es gab schon so große Veränderungen in der Geschichte auf gesetzlicher Ebene, weil die Politik doch irgendwann mal es geschafft hat. Und auch im Bereich der Tierrechte ist es möglich. Aber es geht eben nur, wenn die Bevölkerung hinter unseren Zielen steht. Das heißt, wir müssen ganz wichtig, es ist wirklich ganz wichtig, den Rechtsweg immer einhalten. Ansonsten verlieren wir den Support der Bevölkerung. Das ist ganz entscheidend dabei. Und deswegen, so viel Wut man auch verspüren mag, das kann ich natürlich alles nachvollziehen, ne? Müssen wir immer darauf achten, friedlich zu sein und alles, was wir öffentlich äußern und tun und fordern, muss im Einklang mit dem Rechtsstaat sein. Ansonsten kriegen wir die Hebel nicht bewegt. Aber ich weiß, was Olaf meint und was viele natürlich empfinden, wenn wir sowas hören, solche Berichte. Aber es hilft nichts. Wir kriegen die Hebel nur bewegt, wenn wir